willkommen zur 15. Ausgabe von Küchengeflüster, der Kochsendung im OK Weinstraße. Begrüßen Sie nun mit mir Ursula Joa vom Kinderschutzbund Neustadt Bad Dürkheim. Hallo Frau Joa, schön, dass Sie da sind. Freut mich, dass es geklappt hat. Und Sie haben unseren Zuschauern ein tolles Rezept mitgebracht. Also ich habe einen spanischen Bohneneintopf gedacht, koche ich ihn heute. Und ja, denke, es passt in die Winterzeit und vielleicht auch jetzt in die angehende Faschingszeit. Perfekt. Eintopf ist immer gut. Das ist schön. Dann gehen wir jetzt zu unserer Zutat rüber und erklären unsere Zuschauer, was sie alles mitgebracht haben, dass die wissen, was sie alles einkaufen müssen. Also, sie brauchen Olivenöl, brauchen 2 Zwiebeln, 4 Kartoffeln, 4 Karotten, Knoblauch, Petersilie, Thymian, Tomatenmark, dann habe ich hier Lorbeerblätter und Chili, Bauchfleisch und diese spanische Salami und natürlich die Bohnen. Und dann noch Gewürz. Perfekt. Gut. Dann würde ich sagen, fangen wir direkt an. Ja, da brauchen wir einen Topf. Und einen Topf. Dann haben wir hier. Einmal für Sie. Schön. Und ich gucke dann auf die andere Seite. Ich habe heute nur das Kleine gekriegt. Man kann das tauschen. Nee, ach, das kriegen wir schon hier. Dann bringe ich mal alles, was wir brauchen. Und die Karotten. Dann würde ich direkt hier auf der Seite schon mal anfangen, die Karotte zu schälen. Anschließend Kartoffeln. Und Sie sehen, der Schäler funktioniert. Weil Joa hat nämlich auch brav mal alle Sendungen geguckt in Vorbereitung auf ihren Besuch heute. Und ich gesagt, ja, sie hat gesehen, dass es da mal einen Schäler gab, der nicht so gut war. Ja. Aber so habe ich das gern, wenn sich die Gäste gut vorbereiten, Frau Joa. Genau. Ja, Sie sind beim Kinderschutzbund aktiv und das schon machen Sie auch schon eine ganze Weile, ne? Schon seit vielen Jahren, seit 1990 im Oktober. Kinderschutzbund, warum? Es war einfach in meiner Familienzeit ein Thema für mich. Okay, und dann haben Sie gesagt, okay, ich möchte mich jetzt für Kinder einsetzen und sind dann zum Kinderschutzbund. Seinerzeit wurde in Neustadt der Kinderschutzbund aufgebaut und ist ja immer gut, wenn man beim Aufbau dabei ist, dann kann man auch mit unterstützen, welche Themen dann bearbeitet werden. Ja, und so ging's los. Und heute sind Sie Leiterin der Haslocher Außenstelle? Ja, Vertreterin der Haslocher Außenstelle. Die Haslocher Außenstelle hat sich einfach aus unserer Arbeit rausgebildet und zwar haben wir 1992 mit dem Kinder- und Jugendtelefon begonnen und nach vielen Verhandlungen wurde dann das Telefon im Landkreis Bad Dürkheim installiert und dann war Hasloch halt der nächste Ort zur Neustadt. Okay. Ja, und seitdem bin ich in Hasloch und seit 1994 ist dort auch die Babysitter- und Kinderbetreuungsvermittlung. Das habe ich auf Wunsch von dem Sozialdezernenten seinerzeit eingerichtet. Und es ist bei Ihnen direkt in der Nachbarschaft. Ja. Die Karotte, was mache ich mit denen? Die dürfen Sie klein würfeln. Klein würfeln? Genau. Wie klein? Also ich fülle das so und dann... Ja, das kriege ich gerade so hin. Geht es. Ja. Und das Kinder- und Jugendtelefon gibt es seit 1993, sind wir auf der Leitung. Das ist ein bundesweites Angebot. Und Sie haben gesagt, es gibt einen bundesweiten Träger, aber es gibt mehrere verschiedene Partner, die sich daran beteiligen. Das, das Kinder- und Jugendtelefon ist bekannt unter Nummer gegen Kummer, das haben sicher schon einige von Ihnen gehört. Oder manchmal, das steht auch in Hausaufgabenheften und in Kinder, im Kika-Kanal kommt es als die Nummer. Und der Dachverband ist Nummer gegen Kummer, aber wir sind als Verein Mitglied im Dachverband. Es gibt so circa 90 Telefone bundesweit. Wir arbeiten unter den gleichen Richtlinien, also wir haben da schon Standards, die man auch
mit denen wir so arbeiten müssen, die sind vorgegeben. Das heißt, auch unsere Besitzzeiten, wir sind von 14 bis 20 Uhr für die Kinder und Jugendlichen da. Und was passiert, wenn außerhalb dieser Zeit jemand anruft? Ja, dann ist halt kein Anschluss. Okay. Aber früher hat man immer gesagt, die Kinder sind ja dann außerhalb dieser Zeiten in der Schule. Mhm. Und früher war es auch nur 15 bis 19 Uhr. Und aufgrund der vielen Anrufe wurde das auch erweitert auf 14 und 20 Uhr. Und innerhalb von dieser Nummer gegen Kummer gibt es auch Jugendliche beraten Jugendliche. Das haben wir jetzt noch nicht im Angebot. Und die besitzen samstags das Telefon. Ah ja, okay. Und das wird auch nicht irgendwie an eine zentrale Stelle weitergeleitet, wenn dann bei Ihnen niemand das Telefon besitzt, sondern das sind wirklich lokale Ansprechpartner? Nee, so ist es nicht. Also Handys, das kann man technisch nur so machen, die werden zugeschaltet. Per Zufallsgenerator dann, wo gerade frei ist? Ja, wo gerade frei ist. Und alles, was vom Festnetz geht, das ist in einem Verkehrsführungsplan festgelegt. Okay. Und das Telefon wird gesponsert von der Telekom, also alle Handyanrufe kosten nichts. Okay. Das ist also diese Anonymität. Das ist eine kostenlose Rufnummer. Genau, 0800er Nummer. Und diese Anonymität ist für Kinder und Jugendliche ganz wichtig. Klar. Und die Berater, die dort am Telefon sitzen, die sind ausgebildet. Die werden auch von Ihnen regelmäßig ausgebildet, ne? Ja, die haben, bevor sie ans Telefon gehen, eine Ausbildung von 100 Stunden. Mhm. In diesen 100 Stunden lernen sie einfach Kommunikationstechniken. Sie werden mit verschiedenen Problemfeldern konfrontiert. Sie lernen vor alle Dinge mit Kindern und Jugendlichen in Beziehung zu gehen. Mhm. Und sie respektieren alle Kinder, egal mit welchem Thema die reinkommen. Und nach den 100 Stunden hospitieren sie bei erfahrenen Beratern und dann, sind so KJT-Berater. Und wie kann ich mir das vorstellen? Gibt es da Leute, die dann auch öfter anrufen, also betroffene Kinder und Jugendliche, die sich wiederholt an das Telefon? Also das kann man nie nachvollziehen, weil es ist ja also ständig ein anderer Berater. Die Berater machen 2 Stunden Schicht und dann kommt der nächste. Okay. Und natürlich kann es mal sein, dass man sagt, du, ich habe, glaube ich, schon mal mit dir telefoniert und so. Aber das ist die Ausnahme, nicht die Regel. Und wie kann ich mir das vorstellen? Das ist dann ein Telefonplatz, der in Bad Dürkheim eingerichtet ist? Im Landkreis Bad Dürkheim. Es ist, die Beraterin sitzt allein am Telefon. In dem Raum darf nichts weiteres bearbeitet oder gearbeitet werden. Telefon ist ohne Display, wir wissen also nicht, woher das Kind anruft oder der Jugendliche. Und ja, wir nehmen uns dann Zeit für das anrufende Kind. Okay, und was ist die Bandbreite, wie kann ich mir das vorstellen? Mit welchen Themen werden da angerufen, welche Themen werden da behandelt? Also das ist ziemlich viel, muss ich sagen. Und wir haben ja noch eine Statistik und das ändert sich auch immer jährlich manchmal, was halt immer die Kinder, die am meisten anrufen, sind in der Pubertät. Und wenn wir so zurückdenken, weiß ich selbst, weiß man, dass man da die größten Probleme hat und hat auch oft keinen Ansprechpartner oder will sich niemand öffnen. Und da geht's. Liebeskummer ist ein Thema. Verlassen worden, in der Schule, Mobbing, Ausgrenzung und jetzt immer mehr mit modernen Medien. Hat das auch mit Gewalt zu tun? Gewalt gegenüber Jugendlichen? Es geht hin bis zum sexuellen Missbrauch. Und, ja. Und die Berater sind halt auch für Sie, auf die... Das nimmt man doch bestimmt auch ein Stück weit mit nach Hause, was man doch so dann ja, erlebt. Ja, also unsere Berater, die sind all, werden begleitet von Psychologen. Also die haben 4 Wochen Supervision, da können sie die Themen, ja, wenn es wirklich gar so schlimm ist, wie jetzt zum Beispiel Missbrauch oder man erlebt ein Kind, das jetzt in akuter Gewaltsituation ist
Und dann haben wir auch ein Helfernetz gespannt. Mhm. Also das muss jetzt niemand mit sich selbst rumtragen. Okay. Ne? Und was ganz wichtig ist, wir haben jetzt noch gar nicht erwähnt, unter welcher Nummer man dieses Telefon erreicht. Und das ist mir ganz wichtig, dass wir das jetzt an der Stelle machen. Und die Nummer wird jetzt auch gleich hier nochmal eingeblendet. Das ist die 0800 3 mal die 1 0 3 mal die 3. Genau. Ich habe da meinen Spickzettel extra hingelegt. Ja. Und weitere Informationen zu dem Telefon gibt es natürlich auch unter www.nummergegenkummer.de. Alles in einem Wort, nummergegenkummer.de. Das sind alle Informationen zu diesem Dachverband und wie das Ganze organisiert ist. Und da steht auch nochmal ein Hinweis zur Anonymität und dass das natürlich alles vertraulich behandelt wird. Und was halt wichtig ist, die Berater, die arbeiten alle ehrenamtlich. Mhm. Wenn sie diese Ausbildung haben, dann arbeiten sie 2 Jahre mit und können sich dann immer um ein weiteres Jahr Das heißt, verlängern, man verpflichtet sich praktisch nur für ein Jahr. Weil ich brauche ja auch Berater, mit denen ich planen kann. Ja, klar, ne? Logisch. Und zurzeit sind wir jetzt wieder in Ausbildung, haben Gott sei Dank auch eine Gruppe wieder zusammen. Mhm. Und ich bin jetzt wirklich froh, dass die andere auch gestützt werden. Klar. Gut, jetzt bräuchte man nur ein bisschen Wasser zum Spülen. Mach ich doch. Perfekt. Dürfen erhitzen. Dann werfe ich das mal auch hier. Fangen wir mit der Karotte an, nämlich auch, ne? Nein, mit Zwiebel und Knoblauch. Gut. Die dürfen da auch noch. Die zweite. Sieh nochmal. Ja, ich hätte Ihnen aber auch eine Knoblauchpresse mitgebracht, Frau Joa. Also da bin ich als manchmal... Wissen Sie, wie ungeschickt ich manchmal bin mit dem großen Messer und der kleinen Knoblauchzehe und der große Finger dazwischen. Ja, da passt es ein bisschen auf. Ja, das Kindern-Jugendtelefon gibt es, wie gesagt, schon seit 20 Jahren. Und früher hatte man auf Anrufe warten müssen, jetzt klingelt es ständig. Okay. Also es ist schon bekannt, es wird ja auch in Hausaufgabenhefte und ja, ich kenne das aus, mit Sicherheit aus meiner Schulzeit, wo ich das immer wieder sehe, dass überall diese, da gab es auch immer so Aufkleber, die überall in der Schule geklebt haben. Ja, im Bus hatte man Aufkleber, jetzt zur Zeit haben wir wieder einen Kinospot laufen. Mhm. Also wir sind auch immer dankbar, wenn Leute die Nummer unterstützen, dass wir sie in die Öffentlichkeit rausbringen. Gibt es so einen Trailer, den Kinospot, gibt es den können wir natürlich auch im offenen Kanal mal zeigen. Das ist ein gutes soziales Projekt und sowas ist überhaupt kein Problem. Da können wir Werbung für das Projekt machen. Ja. Ja, und mittlerweile, seit den ganzen 20 Jahren, 116 Leute sich engagiert am Kinder- und Jugendtelefon. Und was halt das Positive ist, wenn man mal am Kinder- und Jugendtelefon gearbeitet hat, nimmt man auch die Art im Umgang mit Kindern mit in sein Privatleben. Mhm. Und es gibt Schulsekretärinnen, die das gemacht haben, oder Integrationshelfer, und so wird der Kinderschutz auch multipliziert. Okay, das ist ja toll. Und wie kann ich mir das vorstellen? Sind es viele Leute, die sagen, ich mache das jetzt mal eine Zeit und dann ist es aber auch wieder gut? Oder haben es auch viele Leute, die sich da längerfristig in dem also Projekt engagieren? Also wir haben Leute gehabt, die 20 Jahre dabei waren. Ne? Also ich bin ja auch Frau der ersten Stunde. Ja. Und machen wir da. Ja, und es gibt aber auch Leute, die machen das und arbeiten ein paar Jahre mit und dann gehen sie in ein anderes Projekt, wie zum Beispiel die Lernpaten im Kinderschutzbund. Also da hat man schon zur Grundausbildung. Ja. So, jetzt mache ich ein bisschen Tomate mal. Okay. So. Und Sie haben beim Kinderschutzbund seit einigen Jahren auch noch ein Projekt, das heißt Wunschgroßeltern. Also, unseren Abzug hier ein bisschen größer stellen, sonst muss ich hier auch also einen Trainer ausprobieren. Wir haben seit 1994 in Hasloch, wie gesagt, die Außenstelle, das haben wir diese Kinderbetreuungsvermittlung. Mhm. Und seit
zwei, drei Jahren, da habe ich die Abgleich in Kenntnis gesetzt, um das ein bisschen in die Öffentlichkeit zu transportieren, bauen wir das Wunschgroßelternprojekt auf. Und das ist eigentlich eine Herzensangelegenheit auch von mir. Ja. Weil beim Vermitteln von Kinderbetreuern haben doch öfters mal Senioren oder auch suchende Familien, die keine Kernfamilie vor Ort haben. Sei es durch Umzug. Ja. Ich kipp jetzt diese Brühe, vorgefertigte Gemüsebrühe. Sei es durch Umzug oder wie immer. Ja. Manche junge Leute entscheiden sich auch nicht für Familie. Und ja, klar. Da gibt es auch keine Enkel. Es hat sich einfach geändert gegenüber früher. Ne? Früher waren die Familien womöglich im gleichen Haus oder zumindest auf dem gleichen Grundstück vereint und heute wohnen oft die Großeltern weit weg. Ja, und ich denke dann, durch die fehlenden Großeltern, da fehlt auch ein Stück Wissen. Mhm. Und zwar, die Kinder kriegen einfach nicht mehr so. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass die Eltern das vernachlässigen, aber das ist einfach nicht mehr möglich. Ja, das ist was anderes. Ob das man, ist was anderes, ne? Genau. Wenn ich von früherer das Zeit gibt ja auch Wissen, das vielleicht die Eltern nicht so parat genau, haben. Genau, wenn ich was Erlebtes erzähle, ist es ja was anderes, wie wenn ich das so nacherzähle. Ja. Dürfen wir die Bohnen achten? Wie wurden die Bohnen jetzt, die wurden einfach nur eingeweicht über Nacht? Über Nacht. Gut, das ist wichtig für unsere Zuschauer, dass die das alles genauso noch machen dann. Genau, und sie spielen ja auch mal das Rezept ein, denke ja, ich. Ja, ne? Die Zutaten werden eingeblendet. Und mit dem Einweichwasser. Ja, okay, das Einweichwasser kommt also dazu. Jetzt dürfen sie Dampf geben. Machen wir. Sie haben eben gesagt, das Rezept wird euch gespielt. Das ist wichtige Information für unsere Zuschauer. Das Rezept finden Sie auf unserer Facebook-Seite unter www.facebook.de/kochsendung. Dort sind alle Rezepte, alle Produktionstermine und Sie sind herzlich eingeladen, auch als Zuschauer direkt hier in unser Kochstudio zu kommen bei der Küchenwelt Neustadt. Da haben Sie die Gelegenheit, live dabei zu sein, wenn wir kochen. Sie haben die Chance, unser Gericht hier zu probieren und hautnah mitzuerleben, wie diese Fernsehproduktion für den offenen Kanal entsteht. Gut. Ja. So, ein Deckelchen brauchen wir jetzt noch. Gut. Das ist das kleine Deckelchen. Das ist der kleine. Wir brauchen das große Deckelchen. Und jetzt können wir noch die Kartoffeln schälen und ich schneide den Lauch noch. Gut gewaschen. Ja. Sind Sie zufrieden mit meiner Lauchreinigungsaktion? Ja, doch. Ich habe nur noch mal einen Kontrollblick nach. Ja, das ist absolut legitim, ja, ich konnte es verstehen. Dann gehe ich mal in ein kleines Brett da. Ja, und Wunschgroßeltern, wir haben jetzt schon einen Fall in Hasloch, also hat es wunderbar geklappt, das ist so ein Vorzeigefall. Und zwar, diese war eine alleinerziehende Frau, bin doch nicht so zufrieden. Sie haben vorher gesagt, bei dem Wunschgroßelternprojekt ist Ihnen wichtig, dass das, dass es ein beidseitiges Projekt genau, ist. Dass das nicht das nur ist auf jeden Fall. Quasi eine günstige Kinderbetreuung also, ist, denn, sondern es da, ist also ein Projekt, wo beide profitieren ja, sollen. Es muss auf Gegenseitigkeit gehen. Und wie gesagt, in diesem Fall war es eine alleinerziehende Frau, die studiert hat. Und wir hatten die Seniorin und diese junge Frau zusammengebracht, die haben sich kennengelernt und dann hat sich herausgestellt, die Seniorin wohnt um die Ecke, die holt das Kind vom Kindergarten ab, nimmt der Jungfrau also ziemlich große Druck runter und das hat sich jetzt wirklich zu so einer guten Freundschaft entwickelt. Schön. Und das Kind hat wirklich gefreut sich, wenn es zu der Seniorin kommt, die spielt Spiele aus vergangener Zeit, die hat einfach anders Stadt. Zeit, wie ja, jetzt so klar. Eine junge Mutter. Ja, ich kenne so Beispiel von einer guten Freundin, die wohnt weiter weg und die hat halt auch, die haben früher hier gewohnt, wohnen jetzt weiter weg und haben dort halt von der Familie niemand. Haben zwei Kinder, sind beide berufstätig, sie Teilzeit, er Vollzeit. Die sind natürlich auch darauf angewiesen, dass sie mal irgendwo jemand haben, der, wenn es hart auf hart kommt, einfach mal zwei Stunden auf die Kinder aufpassen kann und im Gegenzug ist diese Frau wirklich mittlerweile in das Familienleben integriert. Ja. Also wenn man auf den Geburtstag geht, und das die kennt dort jeder, das ist normal, die gehört dazu, das ist die Oma. Ja, und die Kinder, also diese Senioren profitieren ja auch davon, die kriegen Themen mit, die jetzt für die in der Kindererziehung aktuell sind und die haben immer noch so den Blick über den Tellerrand. Ja. Ne?
Klar. Und was halt wirklich ist, es muss auf Gegenseitigkeit beruhen. Und es können ganz verschiedene Facetten sein. Ja, sonst ist es, denke ich, auch nicht von Dauer, wenn eine Seite das Gefühl hat, dass das irgendwie ein einseitiges Verhältnis ist. Nee, dann fühlt man sich auch ausgenutzt. Dann macht man das nicht auf Dauer, ja. Und es kann ganz unterschiedlich aussehen. Es kann zum Beispiel sein, dass die Frau das Kind vom Kindergarten abholt oder Nachmittag mal spazieren geht oder spielt. Ja. Es muss also jetzt, das kann sich entwickeln, wenn sich zwei, also wenn die Chemie stimmt. Klar, ne? Das ist wie überall. Ist wie überall. Auch da menschelt es dort am allermeisten und es muss halt passen. Ja, und man muss auch sagen, gerade im Vorfeld muss es auch immer noch eine Rückzugsmöglichkeit geben. Ja. Weil nicht, dass man irgendwie irgendwas in Beziehung geht, die einem dann überhaupt nicht mehr liegt. Ja, klar. Ja. Die Kartoffel auch in kleine Würfel? Ja, so wie gehabt. Ich das mal weg. So, jetzt muss ich aber doch die Katze aus dem Sack lassen. Sie hat mir ja noch was erzählt. Oder vielmehr, ich habe es eigentlich auch gelesen. Und es hat auch mal in ihrer Geschichte in dem Verein, in dem sie sich jetzt wirklich schon viele, viele Jahre engagieren, auch so ein kleines Überraschungshighlight gegeben. Dass es die große Überraschung war, wusste ich natürlich nicht. Ich habe nur gelesen, dass sie eine Auszeichnung bekommen haben. Und zwar bei unserer Feier zum 20-jährigen Jubiläum vom Kinder- und Jugendtelefon bekam ich so die goldene Ehrennadel des Bundesverbandes vom Kinderschutzbund für mein Engagement innerhalb vom Kinderschutzbund. Und es war halt totale Überraschung, da habe ich nicht damit gerechnet und habe mich sehr gefreut. Ich finde es toll, wenn so ehrenamtliches Engagement, Sie haben es vorhin so im Nebensatz erwähnt, aber ich finde, es ist so wichtig, dass man das nochmal betonen sollte. Sie machen das alles ehrenamtlich und die ganzen Leute, die da ehrenamtlich arbeiten, das ist einfach was, das kann man für Geld nicht kaufen, diese Leistung. Wir selbst als offener Kanal wissen das nur zu gut. Wir sind immer darauf angewiesen, dass die Leute ihre Arbeitskraft und ihr Engagement und ihr Herzblut da einbringen. Und umso schöner ist es natürlich, langjähriges Engagement dann auch honoriert wird. Ja. Es ist halt auch, ich bin wie gesagt seit 1990 fast Anfang an dabei und dann kriegt man die Entwicklung, man hilft, wo Not am Mann oder an Frau ist und hat dann auch schon viele Leute so begleitet innerhalb vom Verein und unserem Verein. Ist jetzt ziemlich groß geworden, wir haben so über 150 Mitglieder und über 160 Ehrenamtliche. Okay, und das muss die muss man erstmal akquirieren und auch bei Laune halten. Genau. Weil wenn das Vereinsleben nicht stimmt, dann kann die Sache noch so nützlich sein, dann engagieren sich die Leute nicht langfristig. Genau. Und was halt für uns als Kinderschutzbund ist immer, wie finanzieren wir auch die Sache. Ja. Und dann, da sind wir halt auch... Und lassen Sie mich raten, die Mitgliedsbeiträge sind schon lange nicht mehr der große Brocken. Nee. Wie bei allen Vereinen. Nee, aber wir haben einen festen Flohmarkt in Neustadt bei der Stadtbücherei und damit wird ein Großteil von der Arbeit auch finanziert. Ja. Ne? So, jetzt haben wir alles da rein, also das ist das Tolle an dem Rezept, alles in einen Topf. Ja, mir ist es auch immer wichtig, dass man in der Sendung nicht nur Rezepte zeigen, die, was weiß ich, wie kompliziert sind, wo man Zutaten braucht, die man im normalen Handel gar nicht so ohne weiteres kriegt, sondern wir kochen hier wirklich Sachen in Echtzeit, ohne, wir haben da mal was vorbereitet, alles in Echtzeit und Dinge, die man auch leicht nachkochen kann. Weil ich sehe mich auch so ein bisschen als Botschafter, ich kenne viele junge Leute, die nicht kochen können oder nur mit den kleinen Tüten von den diversen Herstellern. Und ich sehe mich da als Botschafter, um zu zeigen, man kann sich nicht unterhalten. Man kann dabei nebenbei... Also Sie lernen jetzt noch ein bisschen was. Ja, also es soll Leute geben, die behaupten, ich kenne es ganz gut. Aber ich lerne natürlich in jeder Sendung was dazu. Ja, 3 Lorbeerblätter. Und dann, da ist also ziemlich... Ich weiß überhaupt nicht, was unsere Zuschauer hier immer am Lachen sind den ganzen Tag.
Also das bitte. Ist ja ganz normal hier, da ist immer gute Stimmung, die lachen sich immer tot da hinten. Und ja. Ich weiß gar nicht, was jetzt so wie du es gesagt hast. Also da ein bisschen vorsichtig, je nach... Ja, wir nehmen gern ein bisschen Chili. Ja, ja wir nehmen gern ein bisschen. Also mache ich es rein. Wir sind doch mutig. Etwas. Ich sag's Ihnen dann Pfeffer. Später, wenn dann die Aachen, wenn wir dann zusammen das versuchen und die Aachen kommen so ein Stück weit vor, dann wissen sie... Dann denke ich, es war doch ein bisschen so scharf, ja? Genau. So, und jetzt kommt der Thymian. Den muss man einfach so. Man kann alles mal. Okay. Ja, da kann man frisch oder getrocknete nehmen, ne? So wie es. Ja, ich habe. Der Winter war ja jetzt nicht so streng. Ich da ist noch was übrig. Ja, das, ich kenne das. In meinem Kräutergärtchen ist auch noch ein bisschen was übrig geblieben. So. Wir haben nicht so viel Verluste dieses Jahr. Klar. So. Ja, und Thymian heißt. Gibt es nicht nur aus der Dose, sondern das wächst auch tatsächlich aus der Erde. Ganz unkompliziert, ne? Genau. So, jetzt dürfen Sie wieder Dampf machen und wir legen gleich diesen Bauchspeck rein. Am Stück? Hm? Okay. Wir schneiden dann wieder. Gut, und jetzt darf das kochen, bis die Bohnen weich sind. Gut, wie lange dauert das ungefähr? Ja, halbe Stunde. Ja. Ich also denke ich, wir müssen halt probieren, ob es dann tatsächlich das kriegen wir hin. Ne? Ja. Für unsere Zuschauer machen wir das natürlich so, dass sie nicht ganz so lange da sitzen müssen und zugucken, wie wir in den Topf stachen. Ja. Dann nehmen wir ihnen dann ein kleines Stück raus. Das ist dann das, wo wir dann doch beim Fernsehen sind und das Ganze wieder etwas realistisch produzieren. Ja. Ja, Frau Joa, was gibt es noch? Wir haben bestimmt noch das ein oder andere Thema, über das wir noch nicht gesprochen haben. Ich habe mir da ja so ein paar Notizen gemacht. Wir haben über die Wunschgroßeltern gesprochen. Sie sind seit 1990 dabei und seit da gibt es auch den Kinderschutzbund Neustadt-Bad Dürkheim. Der Kinderschutzbund hat sich im Mai gegründet und ich bin im Oktober dazu gekommen. Und eigentlich war so mein erster Eindruck, das ist nichts für mich. Und dann bin ich trotzdem nochmal hin. Und dann war es wirklich gut. Und dann wir wurde haben das ja Feuer von ganz einfach. Klein angefangen. Wir hatten eine kleine Lade in der Talstraße und haben einfach die Tür aufgemacht und die Leute beraten. Und in der Talstraße in Neustadt ist ein Brennpunkt. Und da sind oft Mütter mit Kindern reingekommen. Ja. Und da haben wir mit Hausaufgabenhilfe und so verschiedene Fragen. Und als dann aber das Kinder- und Jugendtelefon kam, und dann habe ich gedacht, das ist jetzt was für mich. Da bist du direkt am Geschehen und seitdem. Also ich sehe das so ein bisschen als Kind von mir. Ja, das ist ja toll, wenn man sich so mit seiner Arbeit identifiziert. Und jetzt muss ich Sie bitten, sich so ganz kurz ein bisschen rumzudrehen, dass die Zuschauer ihre tolle Schürze sehen können. Ja. Und dann dürfen Sie mal die Geschichte zu erzählen, denn es gab ein Kochbuch vom Kinderschutzbund. Vom Kinderschutzbund, das es leider nie mehr gibt, weil das Kochbuch und die Schürze in Verbindung wäre halt optimal. Ja. Ne? Da haben diese Künstler, die da draufstehen, die Frau Abresch, der Herr Brandt, die lesen vor. Ich hab der Heinz Broschka, der Heinz Friedrich und der Bernd Kastenholz. Ja. Die haben dieses Kochbuch illustriert und auch man konnte es auch mit Originalunterschrift haben, wenn man frühzeitig ging. Und es hat sich mit großem Erfolg verkauft. Wir haben nochmal eine zweite Auflage gehabt und dann kam diese Schürze. Und die Schütze war dann die, so die Ergänzung, der, die Ergänzung zu dem Buch. Ja. Ne? Also Kochbuch gibt es nicht mehr, aber Schürze wäre noch zu haben für 10 Euro beim Kinderschutzbund. Und das ist wirklich ein guter Zweck und ich glaube, aus dem Grund kann man sich echt an die Frau Joa wenden, beziehungsweise wir bringen oder an unsere Geschäftsstelle, genau. Ne? Die Christa Scherer, die dort arbeitet. Die Und dann hat man was für einen guten Zweck getan und hat eine qualitativ hochwertige, schicke, moderne Kochschürze. Wieder schon ganz neidisch, weil ich so Unifarben blau ist. Ich habe mich heute für die blaue entschieden, weil das besser zu ihrer Orange-Gelbe passt. Ich habe jetzt nicht die weinrote Auge zu. Hätten wir uns vielleicht absprechen müssen. Nee, das ist perfekt und ich finde es toll, dass Sie gesagt haben, ich habe meine eigene Schürze dabei und die ziehe ich auch. Ja, das, also das gehört so ist dazu. Es halt bei und uns beim Kinderschutzbund. Wir gucken überall, wo wir was. Das ist toll, vor allem da steht drauf für den Kinderschutzbund Neustadt Bad Dürkheim. Damit wird das Ganze nochmal betont und das finde ich toll. Ja. Aber jetzt müssen wir noch die Adresse, die Internetadresse verraten, wo die Leute, die den Kinderschutzbund Neustadt Bad Dürkheim
im Internet finden? Also Sie gehen einfach unter Kinderschutzbund Neustadt Bad Dürkheim, da kommen Sie auf die Homepage, ne? Okay. Über Google rein und ja. Dann sind und all unsere aktuelle noch die Angebote Adresse. Und dann auch was war und wie er sich so gegründet hat. Ja, perfekt. Es ist ja, wir suchen halt immer Ehrenamtliche für verschiedene Projekte und wenn man sich interessiert für ein Projekt, da kann man sich jetzt einfach mal so schlau machen. Was und da stehen auch entsprechend Kontaktdaten auf der Homepage, genau, wo man sich hinwenden kann, wenn man jetzt sagt, hey, das hat mich irgendwie begeistert, was die Freie Joa da macht. Ich möchte mich auch mal in dem Bereich engagieren. Ja, das ist halt zurzeit werden sehr viel Ehrenamtliche gesucht und da ist, will ich ja mal salopp sagen, der Markt nicht mehr so wie früher. Ne? Und viele, die haben sich dann auch so Zeitfenster genommen, vor 2 Jahren setzen sich ein und dann geht es weiter. Gut, man hört es auch immer von Ehrenamtsagenturen, dass die Leute immer sich lieber kurzfristig binden. Es möchte eigentlich niemand jetzt so langfristig die Projektbindung eingehen. Aber, also was halt, bei uns halt immer ist, also wenn man sich für ein Projekt interessiert und dann hat man auch die Einsatzzeit, jetzt zum Beispiel bei unserem Kinder- und Jugendtelefon, machen sie alle 14 Tage 2 Stunden Dienst. Also, dass man auch nicht dreifalt in ein Ehrenamt wie in eine Haifischbecke und dann auch das Ehrenamt. Eine ganze Arm rausgerissen. Genau. Ja, das ist auch wichtig. Das sage ich auch immer, wenn sich Leute bei uns im Verein engagieren, dass jeder selbst zu Beginn schon bestimmt, in welchem Umfang er sich einbringen möchte. Und dann guckt man, das kann sich ja auch entwickeln und wenn das mehr wird, ist es schön und wenn es gleich bleibt, ist es aber auch in Ordnung. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, weil es gab auch so die Zeit, da hat man, stand in deiner Ausschreibung, wenn man es fachmännisch verfasst hätte, idealerweise haben sie zu viel Freizeit und sind darüber hinaus noch bereit, ihr persönliches persönlichen Finanzmittel in unseren Verein einzubringen und so soll es natürlich nicht sein. Und was bei uns halt immer ganz wichtig ist, dass die Ehrenamtliche auch ein gewisses Standard kriegen. Ja. Jetzt diese Ausbildung Kinder- und Jugendtelefon, das ist schon eine hochwertige Ausbildung. Klar. Und die kriegen dann auch was und sie nehmen jährlich an einer, können sie an einer Fachtagung oder Schulung teilnehmen, kostenlos. Also sie sind dann auch im Thema immer im Kinderschutz. Ja, ich denke, bei so einem Thema ist es natürlich auch wichtig, dass man auf dem Laufenden bleibt. Man muss ja auch das so ein bisschen mitverfolgen und auch die technische Entwicklung. Gerade beim Kinder- und Jugendtelefon, die sind ja jetzt seit ein paar Jahren auch diese Hilfstelefon für Websorgen, also dass man da auch Grundwissen hat, wenn ein Kind anruft bei Mobbing über Internet oder Handy, dass man da wenigstens weiß, von was da geredet wird. Ja. Manche Fachausdrücke dann auch kennen. Ja, ja. Ja. Und wie sind Ihre Erfahrungen? Ist das ein Thema, das in der letzten Zeit stark zugenommen hat durch die modernen Medien wie Facebook und soziale Netzwerke? Also es sind andere Themenbereiche, zum Beispiel der Freund, der sich Sorgen macht, also der sich um seinen Freund Sorgen macht, der ständig nur am Computer sitzt. Okay. Ne? Da sind die Kinder ja auch einsam manchmal. Ne? Und so Themen kommen schon. Oder wie gesagt, dieses Skype-Mobbing dann auch über Internet, über Handy. Jedes Kind hat ja heutzutage ein Handy. Klar, logisch. Also das heißt, man merkt schon auch mit diesem technischen Fortschritt und mit dem Einzug von modernen Medien, dass sich die Problemfelder verlagern. Ja, es gibt auch Problemfelder, die, also ich sage jetzt mal was, Kind ruft an und war während Michael Jackson gestorben, ist im Krankenhaus gelegen. Sitzt lustig. Also wir lachen und sagen, ach, das ist aber lustig. Aber für das Kind war es ein Problem. Als er in die Schule kam, wusste er das gar nicht, dass der verstorben ist. Und kam sich so blöd vor. Alle haben ausgelacht. Ja, und also wir können auch aktuelle Themen spiegeln sich wieder in den Anrufen. Ja. Zum Beispiel auch seinerzeit in New York. Diese Angst, die da gekommen ist, auch bei uns Erwachsenen, bei dem Terrorangriff, das spiegelt sich oft als wieder an Telefone, weil die Kinder erleben dann Erwachsene, die auch Angst haben und die das nicht erklären können. Ne? Ja, das ist auch bei uns dann eine Herausforderung. Das sind besondere Situationen, da kann man sich ja nicht, glaube ich, drauf vorbereiten. Weil, also ich erinnere mich, wie ich das erfahren habe. Ich bin damals von der Arbeit in den offenen Kanal gefahren und kam in den Sender und da hat mich jemand angesprochen,
und hat gesagt, hast du das nicht im Fernsehen gesehen? Dann habe ich gesagt, nein, ich habe noch keine Gelegenheit und ich habe auch noch kein Radio gehört auf der Arbeit. Und beim Autofahrer habe ich CD gehört. Und dann ist man schon so ein bisschen abgeschnitten und habe dann direkt den Fernseher eingeschaltet und erst mitgekriegt, was da passiert ist. Genau, und das erleben wir halt am Telefon. Und ja, wir sind halt für alle Themen da. Es gibt natürlich auch Kinder, die anrufen und sagen, ich will eine Pizza bestellen jetzt. Und da gehen wir auch drauf ein. Ja, die erleben dann einen Erwachsenen, der sich aber nicht nerven lässt. Aber das ist doch mit Sicherheit auch ein Stück weit bei dem einen oder anderen so der Versuch, ich rufe da mal an und guck mal, ob da wirklich jemand dran geht, oder? Und mit dem Handy ist es ja so, es ist jetzt Sommer, die Kinder sind im Schwimmbad, das Handy, oh, jetzt rufen wir mal die auf, Nummer gegen Kummer, und dann hört man halt schon im Vorfeld, hopp, sag du's, jetzt geh du mal dran und sag, du wirst verschlafen oder was. Ja. Und wir nennen das alternative Kontaktanrufe, die Nummer, die Kinder kennen die Nummer auch in Notfällen. Also das heißt, dass sie das schon quasi, sie haben einen Ausdruck dafür, der zeigt, wie ernst sie das Thema nehmen. Ja, wenn sie sagen, das ist ein alternativer Kontaktanruf, dann signalisiert ja schon alleine dieser Ausdruck, dass auch der ernst genommen wird. Genau, wir werden auch manchmal übelst beschimpft und manchmal rufen auch Erwachsene an, die halt unter dieser kostenlosen Nummer und mit dem Bewusstsein, eine Frau am Telefon zu haben, auch ihre Sorgen loswerden. Aber da sind wir altschul, das können wir, das ist Alltag und der wird freundlich verabschiedet und gebeten, an eine Nummer anzurufen. Das nehmen wir aber auch jetzt nicht so tragisch, weil wenn wir so zurückdenken in die eigene Jugend, wie oft hat man als manchmal im Erwachsenen gesagt, du bist doof und da wird auch mal, sind auch Mutprobe dabei. Klar. Und wir reagieren dann halt nicht so wie jeder Erwachsene. Ja, und vor allem auch nicht so, wie das der Anrufer vielleicht erwartet. Kommst du dazu, mach die Leitung frei, ist vielleicht ein Kind in Not und kann nicht anrufen, sondern manchmal kann man auch das Gespräch umdrehen. Da gibt es also manchmal noch ganz gute Gespräche, wo wir sagen, oh ja, das ist jetzt eine dritte Zeit, wo man das sagt. Und was magst du zur Zeit oder hast du Langeweile und dann kippt es. Nicht immer, aber das kann möglich sein. Ne? Was halt sie sitzen am Telefon, was halt Herausforderung ist, sie wissen nie, ist es so ein Anruf oder ist es jetzt das Kind, das von der Hospizstation anruft, das Krebs hat und nach außen halt mit jemandem sprechen will. Ja. Und das ist halt schon für die Berater. Anstrengend. Ne? Frau Joa, jetzt haben wir so viel gequatscht. Ich glaube, wir müssen jetzt mal was trinken. Ja, darf ich Ihnen ein Glas Sekt anbieten? Ja, gern. Dann können Sie hier schon mal probieren, ob die Bohne weich ist. Ob das langsam wird hier. Und ja. Ich kümmere mich um den Sekt. Genau. Was ist? Brauche noch ein bisschen. Okay. Aber wir haben ja ganze Flasche Sekt, Frau Joa. Bitte? Wir haben ja ganze Flasche Sekt. Ach ja, wenn die Kamera zuguckt, dann machen wir natürlich gleich. Und wir haben vorhin so kurz ein bisschen über die Statistik gesprochen von der Nummer gegen Kummer. Wie sieht denn das aus bei der Kinderbetreuungsvermittlung? Wie kann ich mir da die Zahlen vorstellen? Wie viele Leute sind da aktiv? Also da arbeiten 4 Leute auch ehrenamtlich mit. Und wir vermitteln Babysitter und so sporadische Kinderbetreuung. Bei Tagesmütter, die können wir nur vermitteln, wenn sie auch die Qualifikation haben und vielleicht noch die Pflegeerlaubnis vom Jugendamt. Ja. Aber die gehen auch schon auf dem freien Markt, wenn die oft engagiert ins Jugendamt braucht. Auch aber nichtsdestotrotz wird das Angebot genutzt. Ja, weil die Arbeitszeit von der Frau ja auch sich verändert haben. Ne? Jetzt sitzt die Frau beim Globus zum Beispiel an der Kasse bis 10 Uhr, da hat kein Kindergarten mehr auf und da ist es halt ideal, wenn man dann so eine Partnerin hat, die das ein bisschen ausgleicht. Ne?
Und wenn man jetzt aber sich für das Wunschgroßelternprojekt interessiert, dann muss man keine bestimmte Qualifikationen mitbringen. Nee, das ist ja, da muss die, da müssen einfach die Suchende und die Anbietende zusammenpassen. Ja. Ne? Und da muss man sehr vorsichtig umgehen, dass man auch die Leute bekannt macht, erst einmal die Bedürfnisse so, passen die auch so zusammen. Und dann, dass sie auch, wenn man sich sieht, ist es ja manchmal anders, weil wenn man es auf dem Papier, kommt jemand rein und sagt, ach Gott, nicht, mit denen kann ich überhaupt nicht, dass da noch die Möglichkeit zum Rückzug besteht, ne? Dass man da nicht gleich was festmacht. Und da unterstützen wir die Leute ein bisschen beim Zusammenführen. Dann also, trinken wir auf Ihre Arbeit beim Kinderschutzbund. Ja, und vielen Dank für die Einladung. Auf unser leckeres Gericht. Ja, Prost. Hoffen wir es, dass es lecker wird. Ich bin zuversichtlich, dass sind lauter leckere Sachen drin. Das kann doch gut werden. Doch, ich habe es gestern noch mal zu Hause ausprobiert. Mein Mann hat es noch mal getestet. Muss der arme Karl jetzt ganze Woche lang Bohnensuppe? Nein, ich habe eine kleinere Portion gemacht. Und er wollte dann nur ohne Bauchfleisch. Also das geht nicht. Du musst es jetzt so essen, wie es im Original ist. So, und da nehme ich mal jetzt ein Messer und hole die. Ah, da ist es noch. Das ist das Spanische an der Suppe. Diese scharfe Wurst. Mhm. Die geben wir aber erst zum Schluss rein, dass es nicht so auskocht. Ja, und der Kinderschutzbund, der hat ja noch viele andere Projekte. Er hat zum Beispiel eine Trauergruppe, hat das Lernpatenprojekt, das ist ein großes Projekt vom Kinderschutzbund. Er hat die Beratungsstelle. Er hat einen betreuten Umgang, wenn Leute Schwierigkeiten haben im Umgang nach Trennung, Scheidung. Mhm. Und wenn man jetzt sagt, hey, ich finde es echt toll, was dort alles gemacht wird, ich würde mich doch gerne engagieren. Ich weiß, dass Sie Ihr Gesuche immer an die Ehrenamtsbörse in Hasloch zum Beispiel melden. Steht das auch alles so explizit nochmal auf der Homepage vom Kinderschutzbund? Es steht drauf, aber es wäre wirklich dann auch schön, einfach vorbeizukommen, sich da mal in Neustadt in der Molkestraße 3 sich informieren und gucken, was es so gibt, was gesucht wird und vielleicht findet man. Und wie ist die Geschäftsstelle dort besetzt? Die ist jeden Tag besetzt, bis Freitagmittags, glaube ich. Okay, also das ist mal dann bin ich kurz anrufe, dann hat man gedacht, die richtige Person vor sich. Ja, dann haben wir die Beratungsstelle. Das ist auch ganz wichtig. Da können Leute, wenn sie Probleme haben, sich einen Termin geben lassen und mal Probleme sortieren lassen. Und die Beratung, also was halt immer gut ist, man wird nicht gleich zum Fall. Ja. Dann gibt es eine Gruppe, wie gesagt, die entwerfen dann die Schürze und gucken, dass Geld reinkommt. Und ist für das Kochbuch, nachdem das so ein Erfolg war, nochmal ein Folgeprojekt geplant? Oder? Ich weiß nicht, wir haben jetzt die zweite Auflage, die wurde. Es ist immer ein Risiko, wenn man dann sowas nochmal macht und man sitzt drauf. Ne? Das kann man sich eigentlich gar nicht leisten. Logisch. Aber Sie haben gesagt, das ist jetzt die erste Auflage ist. Ist gut an den Mann gegangen und sie haben nachgedruckt und auch die haben sie alle verkauft. Genau, insofern, klar gehört zu so einem Projekt auch immer ein Stück weit Risiko und Mut, aber wenn das so gut auch gelaufen ist. Ja, und so suchen wir halt immer irgendwelche Sponsoren, die wir dann haben. Jetzt war, das weiß ich jetzt aber auch durch die Pressemitteilung und auch kurz vom Kinderschutzbund, dass jetzt große Brauerei und so ein Cent vor die Flasche Sprudel spendet. Also es war jetzt auch in der Zeitung gestanden. Wie das jetzt letztendlich aussieht, inhaltlich, ist mir jetzt noch nicht bekannt. Das war echt letzte Woche und perfekt. Und so Sachen sind halt immer toll. Leute, die dann so ein Projekt unterstützen. Ja. Gut. So, dann warten wir jetzt auf unser Bohne. Ja. Und dann. Wenn wir das gleich mal versuchen. Wenn die weich sind, dann schneiden wir das Fleisch noch in Stücke und dann Erbsen und Petersilie, dann wären wir auch soweit. Ja, Frau Joa, ich glaube, wir
probieren jetzt noch einmal. Ja, jetzt dürfte die Kochzeit ungefähr rum sein. Es war jetzt knapp über 30 Minuten. Ja. Ich hoffe, jetzt sind unsere Bohnen weich gekocht. Ja, ich auch. In Ordnung. Sie sind zufrieden, okay. So, jetzt holen wir das Fleisch raus. So, Sie dürfen das dann gerade in so kleine Würfel wie das Gemüse schneiden. Okay. Ich gebe jetzt noch ein paar Tiefkühl-Äpfel dazu. Mhm. Das ist einfach für die Farbe. Ne? Das sieht toll aus. So. Cayenne-Pfeffer. Um noch ein bisschen Schärfe reinzubringen. Und Petersilie dann zum Schluss, die wasche ich okay. jetzt. Ja. So. Ich muss jetzt wieder die Gabel nehmen, weil das ist, ja es ist doch ein bisschen warm, ja. Ja, ja. Wie war das mit dem guten Kochen der 100 Grad? Bitte? Ich habe gesagt, wie war das mit dem guten Kochen der 100 Grad, die er aushält? An der Fingerscher. Ich gebe mir Mühe. Aber vielleicht konnte die Regie mal der Frau Joa ihr Finger zeigen. Ja, ich habe Karl bis zu schneiden. Das ist nicht so. Genau deshalb. Aber Sie machen das schon professionell, ne? Ich hätte jetzt eine Gabel dazu verwendet. Ja, das habe ich schon eben gemacht, aber dann ist es so schwierig. Hat nicht geklappt. Da habe ich nicht so das Gefühl. Und wenn die Finger erst mal aufgeheizt sind, dann empfindet man es auch nicht mehr als dann so heiß. Das kann jetzt wieder zurück in den Topf, das ne? Das kann zurück in den Topf und dann geben wir auch die Petersilie. Und Sie probieren noch einmal die Bohnen. Ich denke, die sind jetzt in Ordnung. Und die Wurst? Kommt jetzt mit der Petersilie und dass sie gerade noch mal so zieht, so warm zieht, nicht okay. auskocht. So. Und wegen dem Salz, haben Sie gesagt, müssen wir auch noch mal versuchen, ne? Bitte? Wegen Salz müssen wir noch mal versuchen, ja, dass noch ein bisschen noch salzen muss. Ja, da versuche ich gleich mit. Also für meinen Geschmack darf noch ein kleines bisschen Salz drauf. Aber ich bin auch ein Salzesser insofern. Ich auch. Ja, ein Reis darf noch dran. Dann darf ich Ihnen das Salz geben. Und Sie tragen die Verantwortung für, das mit, für die Salzaktion. Ja. So. Dann kriege ich nämlich keinen Ärger. Ja. Aber wir warten mal noch die Wurst, gibt ja auch noch ein bisschen Würze ab. Geht's? So, ja, jetzt machen wir so ganz. Und Petersilie und alles rumrühren. Perfekt, das lassen wir jetzt einfach noch kurz ziehen. Dann und ich mache das eine Brett sauber, dass wir das Brot schneiden können. Genau. Und dann können Sie noch mal gucken, ob es jetzt perfekt ist. Sie sind die Chefin heute. Ein bisschen Salz.
So. So, unseren Chiplöffel. Und Chiplöffel, ja. Ah, der hängt da. Ich glaube ihn nicht denn. Das ist halt, wenn man den nochmal aufwärmen muss, wird er immer besser. Wie bei Eintöpfen so. Das wird aber nichts übrig bleiben, weil unsere Zuschauer, die sind alle schon ganz gespannt und die wollen das ja alle versuchen. So. Dann gehen wir in unser Esszimmer. Aha. So, Frau Johann, das haben wir uns aber verdient. Duckt, probier. Ich habe uns nur noch einen Wein mitgebracht. Aha. Das ist ein 2011er Regent vom Weingut Grundhof zwischen Hasloch und Meckenheim. Mhm. Und der hat eine Kammerpreismünze. Ich habe ihn selbst schon nicht versucht. Ich habe die ganze Zeit immer einen anderen gehabt. Aber ich habe gedacht, wir gönnen uns den heute und versuchen den einfach mal. Ja, also dann nochmal vielen Dank, dass Sie da waren. Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön kräftig. Mhm. Ich glaube, der passt zu unserem Eintopf. Genau. Dann wünsche ich Ihnen guten Appetit. Ihnen auch, Herr Maikler. Danke. Super. Ja, perfekt. Zähne. Ja, mir schmeckt das. Ich sage immer, ich bin nicht so der Suppe-Fan, aber das ist auch kein Suppe. Das ist ein Eintopf. Da ist was zum Kauen drin und dann genau. Ist es gut. Und wenn es eine Suppe ist, muss es was. Nicht, nee, ist perfekt. So muss es sein. Es hat so ein bisschen was Würziges und das ist gut so. Ja. Und das war ganz einfach und schnell. Das kann man schnell vormachen, wenn man mal nicht so viel Zeit hat. Ja, und ein riesen Topf, wenn man mal eine Einladung hat. Ne? Und gerade in der Winterzeit wärmt es ein bisschen. Obwohl man nicht so viel von dem Winter hatten dieses Jahr. Man weiß nicht, was noch kommt, Herr Maikler. Ich glaub nicht, dass wir dieses Jahr noch wirklich Winter kriegen. Die ganze Zeit habe ich gehofft, aber ich mag eigentlich Winter, aber jetzt ist es, glaube ich, vorbei. Ja, ich möchte jetzt auch nehmen, wenn ich gerade anziehe und überall schon so hoch wie Frühjahrsblühe da sind. Und das ist wahr. Das müssen wir nicht haben, dass uns die wieder verfrieren, so wie letztes Jahr. Frau Joa, ich glaube, wir verabschieden uns mit unseren Zuschauern. Ja. Dann haben wir beide nämlich Zeit in Ruhe, fertig zu essen und die müssen uns ja nicht zugucken. Genau. Frau Joa, vielen Dank, dass Sie da waren. Ihnen vielen Dank, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Viel Spaß beim Nachkochen und wir sehen uns, wenn es wieder heißt, Küchengeflüster beim OK Weinstraße. Vielen Dank.